Moin! Ja, ich bin wieder unterwegs. Ja, ich habe es geschafft, das Rad mal wieder zu putzen. Es blitzt wieder. Ja, es kann wieder losgehen. Ja, es ist jetzt 2 Wochen nach meiner großen Radreise. Ja, es ist Anfang Oktober. Goldenes Oktoberwetter. Das bedeutet aber auch, so langsam geht die Radsaison zu Ende 2020. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir nochmal eine schöne Tour aus als Abschlusstour. Ja, und ich habe mir was Tolles wieder ausgesucht, hoffe ich. Ja, ich stehe hier nämlich an der Quelle, der Alster. Ja, sollte einigen vielen ein Begriff sein. Die fließt durch Hamburg und mündet dann in die Elbe. Ja, ist gar nicht lang, aber doch sehr bekannt und glaube ich auch sehr schön. Ich fahre den Alsterradweg. Ja, das sind ungefähr 51 Kilometer. Ja, und das wird dann so mal ein schönes Abschluss, eine schöne Abschlussradtour für dieses Jahr. Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen erzählen von diesem Jahr, so ein kleines Fazitvideo wird es wieder geben, weil es gibt ja doch wieder viel, was ich wieder viel gemacht habe dieses Jahr. Ja, dieses komische Jahr, dieses C-Wort will ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Ja, das hat uns alle beschäftigt. Es ging ja zum Glück, ja, bis jetzt gut bis Oktober, aber ja, wie man sieht im Moment, naja, im Ausland sieht es schon nicht mehr so doll aus. In Deutschland geht es noch und deswegen bin ich unterwegs und fahre auch noch durch die Großstadt. Ja, so eine Radtour, da ist man ja doch nicht so unter den Leuten. Da kann man so ein bisschen aufpassen und deswegen werde ich die heutige Tour nochmal richtig genießen. Ich bin auch nicht so sportlich angezogen. Das werden nämlich nur 51 Kilometer sein bis zur Mündung. Es ist nicht viel. Ja, Höhenmeter so gut wie gar keine. Ich bin jetzt hier 30 Meter über der Mündung. Also viel verliert die auch nicht, also das wird überhaupt kein Thema sein. Aber das Wetter, Sonnenschein, ja, es soll auch noch recht warm werden. Im Moment ist es noch ein bisschen frisch, aber die Wärme kommt noch. Also es ist eigentlich das perfekte Wetter und wahrscheinlich auch die perfekte Tour, um mein Jahr dieses Jahr abzuschließen hier mit dieser tollen Tour. Und da werde ich natürlich noch ein paar Fazits ziehen zu meinen ganzen tollen Radreisen, Tagestouren, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ja, also ich will jetzt gar nicht mehr weiterschnacken, ich schnack schon wieder viel zu viel. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei, ja, auf dem Alsterradweg. Hier bin ich zum ersten Mal über der Alster gefahren. So, hier ist das erste Stück, die ersten Kilometer auf schleswig-holsteinischem Gebiet sind Naturschutz. Ja, es geht hier durch Moorlandschaften, Wiesen. Ja, echt schön. So, ich muss dazu sagen, ich fahre diese Tour nicht zum ersten Mal. Ich bin hier schon mal Ende 2018 gefahren. Ich wollte diese immer als Abschlusstour des Jahres haben, was es eine echt tolle Tour ist. Ja, das werdet ihr noch sehen. Ja, ich habe es 2018 gemacht und wollte ich auch das erste Mal mit Kommentar machen. Aber das ist total in die Hose gegangen. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich es auch nie gezeigt. Deswegen. Ja, und letztes Jahr, ja, da hat es mit dem Wetter nicht geklappt. Ja, aber wenigstens dieses Jahr. Oh, Sonnenschein, vielleicht kommen mal hier ein paar Wolken. Aber es soll richtig schönes Wetter kommen und es wird echt eine tolle Tour sein. Ja, auf schleswig-holsteinischem Gebiet gibt es den Alsterradweg nicht, wo ich jetzt noch hin, auf diesen ersten Kilometern. Das ist noch eine selbstgeplante Route, aber es dauert ja nicht lange, dann ist man auf Hamburger Gebiet. Ja, und da gibt es eine offizielle Beschilderung, den offiziellen Alsterradweg, die Nummer 1. Das werde ich dann auch zeigen, wenn ich das Schild dann mal sehe. Ja, und ja, die ersten Kilometer gehen eigentlich hier durch Wiesen, durch kleine Dörfer. Ja, richtig schön, richtig entspannt. Naja, aber ich habe mal gerade noch nicht mal 2 Kilometer geschafft. Also auch heute muss es noch ein bisschen weitergehen. Ja, also auf geht's.
Urlaub ist jetzt recht schön und recht ruhig, aber so wenig Autos wie möglich, aber komischerweise, kaum ist die Kamera an, kommen hier die Autos. Das ist echt witzig. Die ganze Zeit ist eigentlich nur so ein Trecker mal, weil die jetzt Mais häckseln, aber sonst war kein Auto und jetzt mache ich die Kamera an, wie es denn so ist. Ja, da kommen die Autos, jetzt kommt sogar noch eins, also das dritte. Also ich habe insgesamt bis jetzt 4-5 Autos gesehen mit den drei jetzt hier, also es ist immer krass, aber es ist richtig schön hier, flach, macht Spaß. Ja, und da kommt auch schon das nächste Auto, das ist doch echt nicht normal. Naja, ich will das hier beenden, aber ruhig ist es trotzdem, weil es ist überhaupt kein Flugverkehr. Hier ist Fuhlsbüttel in der Nähe, der große Flughafen. Das ist echt komisch. Ja, das ist echt krasse Zeitensitz. Aber naja, schön ist es auf jeden Fall, lässt sich gut fahren hier. Jetzt hier bei Kilometer 12. Ja, ich muss sagen, die ist schon ganz schön groß geworden. Langsam fließend. Ja, schon ein Fluss geworden, muss ich sagen. Oh, das ist jetzt Top-Wetter. Ja, der Wind legt ein bisschen zu, aber der wird heute überhaupt keine Rolle spielen. Ich fahre mal hier viel, auch durch Wald und im Tal, durch Hamburg. Also da wird das überhaupt keine Rolle spielen. Ja, also perfektes Wetter. Das ist immer noch hier sehr ländlich, bin auch immer noch in Schleswig-Holstein. Lässt sich echt gut fahren, richtig schön hier. Kilometer 16, ich stehe hier wieder an der Alster, oh, auf Höhe, gut Stegen, was hier vorne ist. Es ist ein richtiges Flüsschen, es fließt ordentlich. Ja, sehr schön. Ja, ich kann auch jetzt mal ein kleines Fazit vom Anfang des Jahres entziehen. Ja, das fing ja eigentlich ganz gut an mit meiner Tour am Ochsenweg auf der Ostroute. Ja, zwar im Nebel, war aber trotzdem schön. Ja, dann kam der sehr, sehr tolle Seewitt-Radweg, der war echt klasse. Kann ich nur empfehlen, solltet ihr, wenn ihr noch nicht gesehen habt, echt mal angucken. Das war echt eine schöne Strecke im Winter bei so einem schönen Wetter. War echt klasse. Ja, und auch die Tour noch hier Westerhever, die ich gemacht habe, oder an der Schlei. Ja, echt klasse. Und Dänemark hatte ich auch noch dabei. Ja, und dann kam das große C, die große Krise, der Lockdown. Aber zum Glück durfte man ja Radfahren. Habe ich dann natürlich auch voll ausgenutzt und da sind auch wieder tolle Touren rausgekommen. Wie die Landarzttour, ja, das war echt eine klasse Tour, muss ich sagen, mit den Highlights. Ja, war mal wieder schön, auch die Drehorte zu sehen von der Serie Landarzt, war echt klasse. Und natürlich auch der Wikinger Friesenweg, da habe ich echt Wege gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe, die ich noch nie abgefahren habe. War echt eine tolle Strecke, kann ich echt nur empfehlen. Ich habe es in 3 Etappen ausgebaut sozusagen, aber die letzte, die habe ich ja nicht alleine gemacht, die habe ich mit Heiko gemacht. Ja, Grüße gehen raus. Ja, hat echt Spaß gemacht.
Ja, und mit YouTubern, da habe ich ja dieses Jahr 3 Stück getroffen. Einmal Heiko, einmal Götz vom Kanal Die Fahrradfanatiker. Vielleicht kennen die einige. Wenn nicht, sollte ich auch mal reingucken. Die machen viele Tests und sowas. Er wohnt nur ein paar Kilometer von mir entfernt. Ja, und der Zufallstreffer, ja, muss ich sagen, Andreas Velotour, den ich getroffen habe. Ah, 3 tolle Dinge, ja. Und dann kam die Lockerung, ja, und dann konnte ich ja wieder richtig loslegen. Ja, aber das erzähle ich beim nächsten Mal, bei der nächsten kleinen Pause. Ja, jetzt ist es auch gar nicht mehr so weit, glaube ich, bis zum Hamburger Stadtgebiet. Naja, schauen wir mal. Aber noch ist es hier sehr ländlich. Ja, so schön ist es hier an der Alster. Ich bin jetzt die ganze Zeit so ein bisschen jetzt durch den Wald gefahren. War echt schön. War echt klasse. Fast, ja, auch noch ein Wanderweg, fast nur mit ein paar Wurzeln drin. Aber dafür habe ich ja mein tolles Bike. Ja, was noch gekommen ist im Mai vor den Radreisen, das ist ein echt absoluter Glücksgriff, dass das gekommen ist. Das hat super funktioniert auf den ganzen Touren. Die sind jetzt Tausenden von Kilometern. Ja, das war echt klasse. Ich habe natürlich noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Die Sattelstütze ein bisschen länger, weil ich ziemlich hoch sitze. E-Werk ran. Und nachher hatte ich ja noch den Gepäckträger getauscht, damit ich einen ordentlichen habe, damit ich dann nochmal das Zelt drauf packen kann. Hat mir bei den anderen Reisen nicht so ganz gut gefallen. Ja, ich muss sagen, echt klasse. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Es ist windig. Hier fallen überall die Eicheln runter. Und auch die Kastanien, da sind schon ein paar Einschläge, aber bis jetzt hat mich noch nichts getroffen. Echt gut, ja. Und jetzt nochmal zurück zu den Radreisen. Ja, die erste, dass die noch geklappt hat, dass da die Lockerung kam, ja, war echt super an Eder, Schwalm, Ohm, Lahn, dann wieder an Eder zurück. So eine kleine, echt Top-Runde, ich muss sagen, das war echt stark. Ja, und dann ging es ja so gut weiter, ja, mit meiner, ja, richtig großen Runde an Mulde und Saale. Ja, das war echt heftig. Nicht nur mit der Höhenmeer, auch die tollen Landschaften, die ich da gesehen habe. Über 900 Kilometer waren es ja. Leider bei sehr schlechtem Wetter. Ja, hat ein bisschen die Stimmung nachher getrübt zwischendurch, aber am Ende war ich so glücklich, das durchgezogen zu haben. Ja, es lief schneller als gedacht. Keinen Ruhetag gebraucht. Ja, trotz Regen war es echt klasse. Ja, und dann kam dann noch meine Midsommer, ja, Zelttour. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dadurch habe ich noch mehr geplant. Noch viel mehr, als ich am Anfang des Jahres dachte. Ja, da gab es noch die anderen tollen Touren und Urlaub. Aber da erzähle ich gleich nochmal wieder was zu bei der nächsten kleinen Pause. Wie man hier sieht, bin ich jetzt nach 22 Kilometern im Hamburger Stadtgebiet angekommen.
Ja, kaum zu glauben, man ist hier mitten in der City fast. Naja, nicht ganz in der City am Außenrand, aber links und rechts vom Tal ist alles bebaut, alles Wohngebiet. Man merkt das nur, dass hier doch ein bisschen mehr los ist hier im Park. Ja, und es fliegt mal ein Flugzeug. Ich muss sagen, das ist das Erste, was ich hier höre. Ja, aber naja, der Weg ist toll. Ja, alles war toll dieses Jahr, was ich unternommen habe. Auch mein Sommerurlaub in der Schweiz ist echt klasse gewesen, dass das noch geklappt hat. Das war sehr gut getimt. Da war ja alles in Ordnung inzwischen. Ja, was ich da geschafft hat an Touren, an Höhenmetern, ja, das ging nur durch meine Kilometer, ja, Abreißerei, Kilometer um Kilometer Gegenwind. Das bringt es auch im Flachland, um diese Höhenmeter zu schaffen. Das waren echt grandiose Touren. Ja, und danach ging es ja auch noch so weiter. Meine Wochenendtrips hier nach Dänemark mit dem Zelt. Wow, das war echt toll. Ja, das waren echt klasse, klasse Touren. Und mal hier noch meine super, duper Radreise bei schönstem Wetter an Tauber, Altmühl, Donau, Naab und Main. Ja, ich muss sagen, das war echt krass. Das war richtig toll. Das hat einen so, naja, aufgebaut. Ich war jetzt sowieso schon gut drauf, aber das hat das Jahr so getoppt. Da hat man alles vergessen, sozusagen, was war in diesem Jahr mit dem großen C hier. Ja, aber so langsam holt es einen ja wieder ein. Ja, aber ich habe ja die Videos, die erlebt man ja eigentlich durch YouTube, eigentlich so ungefähr dreimal. Einmal beim Schneiden, da hat man alles wieder vor Augen. Natürlich auch beim Fahren und natürlich, wenn ich das euch präsentiere, dann ist es auch nochmal richtig vor Augen, dass dreimal sozusagen erlebt man das. Das macht echt Spaß. Ja, aber jetzt ist es hier schon Jahresende. Ja, ist echt krass, wie das die Zeit gelaufen ist. Unglaublich, aber es war ein tolles Jahr für mich. Ich hoffe für euch auch, dass es auch nächstes Jahr so weitergeht. Ja, im Moment sieht es nicht mehr so toll aus. Ja, wird sehen, wie wir durch den Winter kommen. Ja, wenn ihr dieses Video seht, ist das schon wieder eine Menge Zeit vergangen. Ja, ich muss echt versuchen, aktueller zu bleiben, schneller zu schneiden, schneller zu präsentieren, weil wenn ich das jetzt so nachrechne, dieses Video, immer die anderen davor Videos, jede Woche am Samstag bringen, ja, dann kommt dieses erst im halben Jahr raus, nach Ostern. Das ist ja auch nicht so toll. Ich muss echt versuchen, das schneller zu schneiden, dann ist halt mal eine Lücke dazwischen, bevor ich wieder die nächste Tour mache. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, also, naja, ich mache hier erstmal eine Pause und dann geht's weiter durch schöne Hamburg. Leider ist jetzt die Sonne ein bisschen verschwunden, aber warm ist es trotzdem. Aber ich muss jetzt langsam was essen. Ich bin ja schon, ach du, ich bin schon fast 3 Stunden unterwegs für 25 Kilometer, Leute. Ja, aber es macht einfach Spaß zu filmen. Ja, man sieht halt alles anders jetzt. Man sieht, so wie das hier jetzt ist, so einen schönen Platz, den muss man irgendwie festhalten. Ja, aber ich sabbel schon wieder zu viel. Das hätte ich vor 2 Jahren noch nicht gedacht, dass ich so viel sabbel in der Kamera, in der Öffentlichkeit. Ja, aber ich muss jetzt erstmal echt wirklich eine Pause machen und was essen. Ja, kaum zu glauben, dass man hier mitten in Hamburg ist. Jetzt kommt man vorher. Das ist so richtiger, das ist ein Auwald. Ganz toll. Ist aber auch unter Naturschutz gestellt hier. Aber echt toll. Ja, aber die Kamera werde ich jetzt hier nicht mehr irgendwo hinstellen und vorbeifahren. Nö, dafür ist hier viel zu viel los. Nachher ist sie weg. Das will ich auch nicht.
Ja, wie man sieht, man holt die Paddler, Kajakfahrer, Kanufahrer ziemlich schnell ein, weil die Alster hier immer noch unheimliche Schlaufen macht, meandert. Also das ist ja kaum zu glauben, muss ich wieder sagen. Mitten in Hamburg, ich müsste jetzt auf Höhe Fußbüttel sein und kein Fluglärm. Ja, es geht doch berg hoch und berg runter hier so ein bisschen. Ja, aber dieses Stück ist eigentlich ganz schlecht gemacht. Das ist der offizielle Alsterradweg. R1 ist ausgeschildert. Da sind immer so blöde Stufen drin. Ist alles ziemlich neu hier, aber nicht toll überlegt, finde ich. Für Radfahrer nicht so toll. Zumindest bergauf, berg runter geht's ja noch. Ich bin jetzt hier in der Poppenbütteler Schleuse. Ja, gerade war die andere auch schon da, ja, wo die Boote einmal da per Hand übersetzen müssen. Also ist echt wunderbar. Jetzt ist die Sonne auch wieder da. Es ist ja echt ein Traum. Immer noch nichts zu merken, dass die Großstadt ist. Nur natürlich, jetzt ist richtig was los. Die Leute kommen richtig raus. Jetzt wo die Sonne, so in der Stunde, jetzt ist es schon nach 12, in der Stunde spätestens, dann kommen sie alle raus, glaube ich. Dann wird noch mehr los sein. So, ich bin jetzt 21 Kilometer vor der Mündung, also es zieht sich noch, bis jetzt alles top. Bis auf die Beschilderung muss ich echt sagen, die ist echt verblasst oder fehlt teilweise. Naja, da wäre Nachbesserungsbedarf, aber mit zu fahren, echt toll. Man fährt doch wie an richtigen Flussradweg, ziemlich dicht immer an diesem Fluss. Man merkt echt nicht, ob man hier in der Stadt ist. Ja, weiterhin sehr idyllisch hier, aber nicht einsam, hier ist richtig was los. Ja, trotzdem noch ein toller Weg, aber ich müsste gleich in bebautes Gebiet kommen, dann ist es nicht mehr so idyllisch. Jo, aber ein Fazit muss ich ja noch ziehen über dieses Jahr, nämlich über euch Zuschauer, über euch Abonnenten. Ja, was soll ich sagen? Natürlich bin ich begeistert, wie das jetzt dieses Jahr gelaufen ist. So viele neue Abonnenten, so viele Klicks, muss man ja eigentlich sagen. Es wird auch viel geschaut und ziemlich lang, also der Durchschnitt ist echt ziemlich gut. Und so viele Daumen hoch, so gut wie keine bis heute. Hier, Daumen runter, ganz selten. Also normal hat man doch immer so seine Hater. Ja, aber also ich kann nur begeistert sein natürlich. Ja, ich habe das alles ja mal gestartet, nur als Erinnerung. Einfach so mal, ja, dass es für immer gespeichert ist, dass ich mir immer mal angucken kann, um mich zu Hause
stapelweise Festplatten zu haben. Ja, dann habe ich sie trotzdem doch mal öffentlich gemacht und jetzt seit 2 Jahren rede ich auch in der Kamera. Das hätte ich auch nie gedacht. Und ich muss sagen, es macht ja immer noch viel Spaß, gerade mit diesem Feedback von euch. Ja, jetzt macht man das echt, um das auch euch mal zu zeigen, wo man überall längs fahren kann, so wie dieser Weg hier mitten durch Hamburg. Ja, so ruhig, so schön und auch die Radreisen, die ich gemacht habe. Ja, einfach losfahren, wie ich immer sage, einfach machen. Es funktioniert, man kann jederzeit abbrechen. Ja, leider ist die Sonne jetzt wieder so schnell verschwunden, wie sie gerade hier gekommen ist. Ich hoffe, sie kommt noch mal wieder. Ja, diese Temperaturen sind jetzt recht angenehm. Ich müsste 16, 17 Grad schon haben, also trotzdem top. Ja, mal sehen, was jetzt... Ah, kaum gesagt, kommt sie wieder raus. Super. Naja, dann kann es ja weitergehen. Ja, es hat sich noch ein bisschen gezogen, aber jetzt an der Ratsmühlenbrücke ist es vorbei. Jetzt ist das richtig bebaut. Man muss über die Straßen gleich fahren oder an Straßen, aber nicht viel befahren. Das wird trotzdem noch toll werden. Hier sieht es auch wieder sehr gut aus. Also ohne Navi wüsste ich gar nicht, wo ich hier bin, dass ich jetzt mitten in Hamburg bin. Ja, echt klasse. Ein super Weg bis hierhin. Wie gesagt, schlecht ausgeschildert, aber man muss eigentlich nur der Alster folgen, ganz einfach. Ja. Naja, dann geht es erstmal weiter Richtung Binnen- und Außenalster. Ja, hier an der Hindenburgstraße gab es gerade mal die erste Ampel des Tages. Davor war überhaupt noch nichts, kaum noch eine Kreuzung, gleich mal gerade, aber ohne Ampel. Ja, ich komme immer weiter rein in die City. Bis zur Mündung sind es noch 12. Ah, Topwetter, also für Herbst echt super. Auch hier an der Straße ist immer noch alles gut zu befahren. Ein schöner Radweg, ist viel zu sehen, aber ich glaube, man fährt auch an vieles vorbei. Aber egal, das werde ich vielleicht mal auf einem anderen Mal mal zeigen. Aber ich fahre jetzt erstmal weiter an der Alster.
weiterhin sehr schön, aber auch nur, weil ich gerade eben die Route verlassen habe. Es ging die offizielle Route immer an der Straße längs. Ich wäre hier irgendwo da drüben rausgekommen, das war mir echt zu viel. Da bin ich hier runter wieder direkt an die Alster. Da durfte man auch Rad fahren. Also habe ich das jetzt erstmal so genutzt. Ja. Und immer mehr in die City komme ich jetzt. Es wird immer voller, immer lauter. Ja, jetzt kann man wohl direkt sehen, dass ich in Hamburg bin. Die Wahrzeichen sind alle zu sehen. Sogar hier direkt an der Außenalster. Hier ist auch richtig was los, denn so wie ich gesehen habe, ist gerade hier die Segelbundesliga. Da ist ja auch vieles flach gefallen. Wir können das jetzt ein bisschen nachholen. Das ist natürlich perfektes Wetter gerade mit diesem starken Wind. Ja, ich habe eigentlich ein gutes Plätzchen, ein ruhiges Plätzchen gefunden. Das ist ziemlich schwer, weil es hier sehr voll ist. Ja, übervoll schon meist. Ja, das Wetter sieht ja richtig gut aus hier. Also ich bin schon begeistert von diesem Weg. Ja. Und naja, es sind nur noch 5 Kilometer bis zur Mündung. Gleich noch durch die City direkt. Ja, aber ich mache hier erstmal ein Päuschen. Das ist wohl das perfekte Pausenplätzchen hier. Oh, mittendrin statt nur dabei. Ich bin jetzt wieder hier direkt an der Binnenalster. Ja, Leute, hier wird sogar sonntags gearbeitet. Ja, sagt nicht einer, es wird nichts getan in Hamburg. Wird auch sonntags gearbeitet. Ja, es ist echt super voll. Es ist irgendwie komisch, wenn es viele Leute sind, dann hält man die Luft an. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber eigentlich müsste man bald mit Maske hier rumfahren, weil das ist echt mir bald alles zu eng, aber schön ist es trotzdem, auch wenn die Sonne jetzt nicht scheint. Aber es ist eine tolle Stadt, kann man sich echt mal anschauen. Es gibt bestimmt auch noch viele andere Ecken. Aber naja, ich habe jetzt nur noch 1,6 Kilometer nur noch bis zur Mündung. Thank you.
dieser Radweg ist nun auch zu Ende. Das ist der Alsterfleet, der jetzt hier in die Elbe mündet. Damit ist es vorbei heute. Ja, ein sehr schöner Tag geht zu Ende. Ich muss sagen, es war wieder ein sehr, sehr schöner Radweg. Da habe ich mir wieder was Tolles ausgesucht. Ja, ich kannte ihn ja schon mal, aber es ist immer wieder schön, auch das wieder mal ein zweites Mal zu fahren. Und ich kann nur sagen, fahrt ihn ruhig selbst mal ab. Also man kann nicht alles zeigen. Man muss das selbst erlebt haben, wie toll das ist. Zu jeder Jahreszeit, schätze ich, wird das hier echt klasse sein. Ja, und hier ist echt was los. Aber ich habe mir jetzt eine schöne, ruhige Ecke hier ausgesucht zum Reden. Ja, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren habe ich noch nicht gedacht, dass ich hier einfach so stehe und in die Kamera schnack. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt bei diesem Wind, dass der Ton so einigermaßen klappt. Ja, aber ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch dabei. Das war jetzt erstmal die letzte Tour für 2020. Ja, jetzt muss er erstmal durch den Winter kommen, durch den Herbst und den Winter. Und hoffe, dass nächstes Jahr Frühjahr das alles mal ein bisschen aufwärts geht, dass wir vielleicht einen Impfstoff haben oder irgendwas. Ja, wenn dieses Video rauskommt, wisst ihr schon mehr. Es wird ja noch ein bisschen dauern. Ja, ich habe halt so viel gefahren und brauche halt meine Zeit daraus, ein Video zu schneiden. Aber Leute, es macht mir immer noch viel Spaß und ich werde auch 2021 weitermachen. Ja, ich werde mich wahrscheinlich als nächstes dann, ja, mehr als, ja, ich würde sagen 2021 auch erst melden, weil ich werde jetzt höchstens nur noch eine kurze Runde mal drehen ums Haus. Ich habe heute den 12.500. Kilometer geschafft. Ja, das ist schon mehr, wie ich ja, letztes Jahr hatte um diese Zeit. Ja, das hatte ich so am Ende des Monats. Also ich bin sehr, sehr weit im Voraus, aber ich habe ja auch große, große Runden gedreht. Ja, ich kann nur sagen, es macht mir weiterhin sehr viel Spaß, das auch abzufilmen. Auch wenn das auffällt, ja, ich habe für diese 54 Kilometer geworden, habe ich 7 Stunden gebraucht. Aber trotzdem, ich hoffe, es ist ein schönes Video geworden und ihr seid auch nächstes Jahr dabei. Ja, dann sage ich also nochmal Dankeschön für alles für 2020. Für mich ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Ich konnte durcharbeiten, ich habe nicht viel davon gemerkt. Ich hoffe, durch den Winter komme ich jetzt auch noch gut. Ja, und dann sehen wir nächstes Jahr weiter. Also dann bis dann. Ja, moin moin, sag ich denn. Bis 2021.